Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni. Und wir sind hier mit Mizuki noch immer auf unserem Date. Und wir sind jetzt dabei, uns hier ein bisschen anzunähern mit ihr. Deswegen würde ich jetzt gerne einmal... Ich würde es einfach mal versuchen... Ich mache einfach mal ein Kompliment über ihr Aussehen. Wir haben leider unsere Tage. Deswegen geht es uns nicht so gut. Was heißt das? Warte, Moment. Sie ist nicht kokett. Scheiße. Warte, was haben sie gesagt? Okay, alles klar. Bin froh, dass wir uns schon wieder gesehen haben. Bis zum nächsten Mal. Girl, no! I wanna do some things with you. Oh mein Gott, wir übertreiben es nicht, okay? Wir machen einfach mal einen Anmachspruch. Und gucken, wie es ankommt. Ja, ich stinke, weil ich meine Tage habe. Es tut mir leid, ja? Ist das okay für sie? Ja? Zumindest kamen Plusse. Und Plusse sind gut. Ja, setzt euch noch weiter auseinander. Das ist kein Problem. Sie so, oh, ich esse jetzt erstmal Chips, geile. Kann sie machen auf jeden Fall. Sollte man jetzt nicht unbedingt tun. Und sie so, geile. Jetzt tauschen wir noch unsere Nummern aus dann. Wenn das hier schon so gut funktioniert. Ah! Ich bin dabei. So. So, Nummern austauschen. Aber warum können wir riskantes Rumschmusen machen? Wir sind beides Frauen. Achso, ja, flirten können wir nochmal machen. Also ich meine... Oh mein Gott, als ob das dann wirklich vibriert. Das wusste ich noch gar nicht. Das findet sie jetzt scheiße? Oh mein Gott. Können wir uns entschuldigen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt halt einmal die Luft ein wegen erfolglosen Anmachversuch bei einem nicht koketten Sim. Ups. Okay. Können wir uns trotzdem entschuldigen? Wie wär's? Nee, das mag sie dann. Ein Kuss, weißt du? Kann ich mich hier entschuldigen? Nee, kann ich mich dann im Busch rumschmusen? Bro, übertreib's nicht. Ich möchte mit ihr zusammen sein. Schlüpfrige Frage stellen. Wäre vielleicht was? Also könnte man jetzt halt mal versuchen, ne? Weil, oh mein Gott, sie sieht ganz schön dead inside aus. ich meine, wir können es ja einfach mal versuchen. Also, wir können es ja einfach mal anwählen. Was sie dazu sagt, sehen wir dann, ne? So, jetzt ist die Frage, geil, wie läuft's? Und sie fragt, oh mein Gott, das macht sie? Oh mein Gott. Sie fährt jetzt mit dem Fahrrad zu diesem Busch? Habe ich das gerade richtig verstanden? Ich meine, ich akzeptiere es. Macht, was ihr für richtig haltet. Wo soll dieser Busch denn bitte sein? Hier hinten. Okay. Und sie braucht jetzt noch 3 Jahre, bis sie hier ankommt, oder warum? Oh mein Gott. Dann warten wir halt einmal kurz, ne? Das ist so krank, ne? Können wir darüber reden? Warte. Oh nein, ich will einen Screenshot machen, wenn sie rauskommen. Das sieht nämlich immer sehr nice aus. Oh mein Gott. Ich kann nicht fassen, dass das gerade wirklich passiert. Also, eigentlich war das auch nicht so geplant, aber irgendwie nimmt man, ne? Oh mein Gott. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Auf jeden Fall, den Spaß hat sie auf jeden Fall. Danach muss sie aber dringend nach Hause, weil ich glaube, hat sie morgen Uni? Nein. Okay, ich dachte schon. Erstes Mal. Oh. Süß auf jeden Fall. So, und jetzt, oh mein Gott, das ist das beste Bild meines Lebens, Alter. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen in meinem Leben. So, dann möchte ich nochmal so eins haben. Geil. Ich muss die Tanzparty beenden. Wir müssen ganz dringend nach Hause. Ich schreie. Gut. Erstes Mal in der Öffentlichkeit. Nein, sie kommt nicht mit uns nach Hause. Ich habe kein schönes Bett, wo sie schlafen können. Das möchten wir nicht. Was ist das für eine Folge, Alter? Also, ich meine, Techte Mechtel ist was ganz Normales. Und ich finde es auch schön, dass sie sich doch noch eingelassen hat, obwohl sie nicht kokett ist, aber
Ja. Ich stelle mir Elaine eigentlich so voll schüchtern vor und sie so, wollen wir was machen? Und sie so, und sie so, also ihr Crush so, yo, was geht, können wir machen? Obwohl sie nicht kokett ist. Und dann machen sie das einfach so in der Öffentlichkeit und stehen mir so, okay, Brudi. Aber sonst geht's, oder? Naja. Wir schlafen. Ah. Schlafrhythmus wird im Popo sein, auf jeden Fall. Aber das passiert manchmal ein bisschen. Wir akzeptieren es einfach. Wir haben immer noch nicht unseren Tampon gewechselt. Ich hätte dich nämlich aus dem Kopf. Sorry, aber ich bin hier gerade am Pennen, ne? Nur so. Also an sich hätte ich jetzt gerne ja gesagt. Aber es ist definitiv nicht möglich. Danach muss sie einmal pinkeln und dann muss sie einmal duschen. Und dann muss sie auf jeden Fall was essen. Warum ist es auf Pause? Ich habe nicht mal Pause gedrückt. Was wollt ihr denn von mir? So, tada. Und dann einmal duschen. Like always, hallo? Entschuldigung? Du sollst danach was essen. Oh mein Gott, sie soll... Egal. Dann hat sie halt nicht zu Ende geduscht. Ist mir jetzt egal. Muss sie halt demnächst nochmal duschen. Passiert. So. Schwindel. Okay, wegen Menstruation. Na gut. Zyklus endet in 8 Stunden. Das ist ganz gut. Überhitzt. Dann würde ich sagen... Brightchester Jewel! Woo! Nein. Zieh dein Outfit an. Es ist nötig, denke ich. Ich meine, im Pullover würde ich jetzt auch nicht im Sommer rumsitzen. Ah, nö. Seht Krämpfe? Fragezeichen? Ja, Krämpfe ist das Symbol. Ich habe das Ganze noch nicht so richtig im Kopf, weil... ja, ich nutze die Mod jetzt noch nicht so lange, ne? Deswegen, ja... Wieso ist sie so hübsch? Oh mein Gott. Wie hoch ist denn jetzt unser Balken? Noch nicht so hoch. Aber wir können ja ihr eine glückliche SMS schicken. Dann können wir uns vielleicht nochmal wiedersehen. Das wäre ja vielleicht ganz schön. So, gib mir das. So. Weil manchmal, wenn man eine SMS schreibt, dann schicken die einem ja was zurück. Und dann kann man sich treffen. Die laden einen dann ja ein oder so. Und deswegen nimmt man das natürlich gerne, ne? So, sie hat auf jeden Fall Crush mit ihr auf sie. Und das ist auf jeden Fall, ja, sehr, sehr gut. Ja! Ziehen wir los und amüsieren wir uns. Cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Lalalalalala. Ich finde manchmal ein bisschen komisch, es tut mir leid, okay. Aber das passiert. Ich bin mal gespannt, wie lange das hier noch alles gehen wird. Ne, wenn ich ganz ehrlich bin, so. Bei wie vielen Kursen, also wie viele Dings muss man noch machen? Also wir sind jetzt bei der Hälfte. Und wenn wir die jetzt fertig haben, haben wir schon 8. Da sind wir jetzt auch schon fast durch. Dann fehlen schon nur noch 4. Also wir könnten halt das letzte Semester nochmal richtig durchballern und wirklich 4 Kurse nehmen oder so. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll wäre. Jetzt ist die Frage, wo ist Mizuki? Sie ist nicht da. Sie hat uns eingeladen und sie ist einfach nicht da. Gut, dann lade ich sie jetzt hier ein. Es ist mir egal. Okay, man kann hier nicht nirgendwo rein. Oh mein Gott, ich dachte, man kann hier irgendwo rein. Also außer hier halt, aber das ist nicht so geil. To be honest. Aber Mizuki wird gleich da sein, das freut mich sehr. Sie fährt jetzt zum Waschbecken, das ist okay. Miau. Dass sie dann auch drin hier anhält, ne? Was ist das? Juckend, wegen Hormonen. Eww. Aber sie kann sich ja ein Glas Wasser nehmen, Alter. Ist Mizuki denn jetzt da? Um Verabredung bitten. Das wäre eine gute Sache. Dann können wir vielleicht mal was Ernsthaftes hier machen. Irgendwo, wo wir nicht hier solche Probleme haben im Leben. Weil hier ist gerade ein bisschen scheiße. Weil es regnet. Ganz dolle. So, hi. Was geht? Ich würde gern romantisches Geschenk geben. Haben wir irgendwas? Ich kann dir die Ohrhörer geben. Die nutzen wir zurzeit eh nicht. So, und dann freut sie sich vielleicht, weil wir ihr ein Geschenk machen. Freut sie sich? Oh. Ja, sie freut sich.
Das ist die Hauptsache. Oh mein Gott. Sie hat uns eine Rose geschenkt. Ja. 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 Kompliment über Aussehen machen. Hallo? Spiel? Kannst du bitte nicht sterben? Wie wär's? Oh. Ja. Dann können wir einfach mal aufreizend posieren. Sie so, guck mal, wie gar nicht aussehen. Und sie so, oh ja. Das ist Ermut auf jeden Fall. So, dann können wir ja mal knuddeln. Und dann, ja. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, ne? Können wir nochmal einen Anmachspruch raushauen. Sie ist auf jeden Fall errötet. Das ist natürlich sehr, sehr süß. So, weil es halt an uns liegt. Und das ist halt schon cutie auf jeden Fall, ne? Und sie so, ja, ich auch. Weil I like you very much. Ja, ja. Oh mein Gott. Aber hier ist scheiße. Warte, wir gehen irgendwo anders hin. Weil ich will meinen ersten Kuss nicht hier erleben mit ihr. Vor allem, wir konnten gerade im Bus rumschmusen. Aber... wir haben uns noch nicht geküsst. Okay. Wo können wir... In Windenburg war halt schön, weil Windenburg hat ein paar schöne Plätze im Leben. Ich weiß nicht, wo genau das war, aber irgendwo gibt es halt so... Ich glaube, wir gehen einfach mal zu dem Café mit ihr. Und vielleicht ist von dort aus ein schöner Platz. Ich glaube, dass es da war in der Umgebung. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es wäre halt süß. Weil ich möchte sehr, sehr süße Dinge erleben, okay? Ich meine, das ist jetzt Elaines erste Liebe. So. Und ja, ich hoffe, dass es auch die einzige im Leben bleibt. Dass sie für immer zusammen bleiben. Aber ich meine, wir sind nicht offiziell zusammen, aber es wäre halt cool. Weil das wäre total süß, ja? Das wäre so süß, oh mein Gott. So. Jetzt komm ran, Ladebildschirm. Was ist eigentlich immer dein Problem? Dass fast 30 GB ein bisschen zu viel ist für dich, kann ich verstehen. Aber trotzdem brauchst du doch nicht so lange zu laden, oder? Eigentlich. Ich meine, vorm Spielstart wird ja schon alles quasi einmal angesehen im Leben. Aber egal. Hallo? Oh mein Gott. Ob es hier auch gewittert. Aber wir gucken mal. Gibt es hier einen schönen Platz, wo man hingehen könnte? Oh, hier wäre voll süß. Ja, wir gehen hier hin. Wenn man da hin kann. Ja, come on. Zusammen hier hingehen. So. Dann macht das mal bitte. So, und dann möchte ich euch knutschen lassen. La 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 la. So. Sie sind gleich da. So, und jetzt kann sie nochmal aufreizend posieren auf jeden Fall. Ihre Hände küssen. Voll süß. Und dann können wir den ersten Kuss gerade nicht auswählen, aber ich kann ihr eine Rose anbieten. Jetzt kann ich den ersten Kuss anwählen. Okay, ich bin so bereit dafür. Oh. Ich finde, die beiden passen irgendwie gut zusammen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie... Finde ich, sind die so ein kleines Dreamteam, ey. So, jetzt ist das so süß. Oh mein Gott. Ja, yes, ich brauche immer 10.000 Screenshots. Es tut mir leid, okay. Ja, ihr zwei Süßen. Verführerisch lüstern. Ja, ja. Da sehe ich euch. Kinderwunsch, Alter. Nee. Nee. Dann können wir sich ein Haus hat anzuschließen. Das wäre halt irgendwie cool, aber es wäre halt viel zu früh. Techtelmechtel im Busch. Übertreib's nicht, okay? Im Regen küssen. Und dann, ja, können wir den nochmal knuddeln. Und dann können wir sie vielleicht fragen, ob sie unsere Freundin sein möchte. Das wäre voll schön. Weil die beiden einfach... Das, oh, das wäre so cute.
Also ich finde es halt voll süß. Also ich finde es schade, dass es keine richtige Animation dafür gibt, aber dieses im Regen küssen allein, dass es diese Interaktion so in Anführungszeichen gibt, ist halt schön, auch wenn es halt quasi nur ein, also dieselbe Animation ist, wie wenn man sich normal küssen würde, aber, ne. Wir sind ein Paar! Oh mein Gott! So, dann lernen wir uns jetzt nochmal ein bisschen auf freundschaftlicher Ebene kennen, weil ich möchte den Balken immer relativ ausgeglichen haben. Ich will ja nicht, dass sie nur auf romantischer Ebene irgendwie klarkommen, ne? Weil die sind zwar in Love so miteinander, aber die müssen ja nicht nur in Love sein, sondern auch sich als Besties sehen. Das, also so neben Olivier jetzt in dem Fall. Aber, ja. Los, der hilft Joes. Oh nein! Warum geht sie? Wir können ja vielleicht, Moment. Hier im Café können wir uns ja eventuell noch was gönnen. Getränk bestellen. Nee. Ich möchte Getränk bestellen zum hier trinken. Und dann hätte ich gerne den Espresso. Danke. Ich konnte irgendwie nicht für uns beide bestellen. Das macht mich ein bisschen traurig. Ist sie gegangen einfach? So wie immer? Ich liebe das so sehr, wenn Sims einfach dann wieder weggehen und man denkt sich so, hallo? Wir wurden verabredet. Nur so, ne? Ja, sie bestellt sich auch was. Von sich aus, anscheinend. Okay. Ich fahre mit dem Fahrrad hier rein. Es ist mir egal. Elaine. Du bist ein bisschen dumm. Kannst du dein Fahrrad einpacken? Okay, ich dachte gerade. So, und sie hat einen Espresso bestellt und dann quatscht doch nochmal über Bücher oder so. Lol. Was ist das denn? Was ist das? Cannoli. Okay. Oh, die beiden sind voll happy, yes. Oh, das ist voll süß. Ja, I like it. I like it, like it. So. Und dann die Fitnesstechniken reden. Ja. Und noch mehr Cannoli. So, ich hoffe, wir kriegen unser Trinken noch. Wir haben Geld dafür bezahlt. 3 Simoleons, glaube ich. Das ist viel, okay? Dann sind wir schon wieder 17 Minuten im Part sind, Alter. Das heißt, wir sind vielleicht schon wieder durch, so. Ich meine, es ist viel passiert, so, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt schon so lange her ist. Hä? Ich verstehe das nicht. Wie kann das sein? Ja. Oh, Bibi. Das ist so cute. Ich schwör's euch. Ja. Was machen die jetzt da? Sie so, ich bestell noch was anscheinend. Ja, weil, hä? Keine Ahnung, wir warten die ganze Zeit auf unsere Getränke und es kommt einfach nichts. Was willst du vor mir? Wir haben schon alles dafür gemacht, oder? Nein, wir haben die Hausarbeiten noch nicht erledigt. Ups. Naja, müssen wir halt morgen machen. Passt schon. Ich darf es halt nur nicht vergessen. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. So. Oh. Sie hat schon wieder ihre Binde schon wieder voll. Ah. Kritisch auf jeden Fall. Kleiner Ausbruch. Scheiße. Erster Kuss. Oh. Ja. Nee, Kopfschmerzen. Hä, warum stinkt sie denn dann so? Oder war sie das gar nicht? Sah so aus, wäre sie es gewesen. Also, jetzt sauf das mal zu Ende mal kurz hier. ja. Kannst du das einfach auftrinken? Austrinken heißt das. Austrinken. Bitte lern einfach Deutsch, Jenny. Lern Deutsch. Warum ist das so schwer? Ich weiß es nicht. Reden ist schon sehr kompliziert. Würde ich jetzt mal spontan behaupten. So, sie ist fertig, okay. Gut, dann verschwinden wir nach Hause. Wenn das mit dem Laden diesmal funktionieren sollte, wäre natürlich sehr, sehr schön. Wir kennen das ja, wie lange das hier manchmal dauert, ne? Nein, Mizuki kommt diesmal wieder nicht mit. Mizuki ist unsere Freundin geworden. Ich finde das ist doch mein Erfolg im Leben, oder? Ich meine, nicht jeder kann sagen, dass er in einer Beziehung ist gerade. Deswegen, ja, Elaine,
die ist da ganz vorne mit dabei. So. Mach mal hin, bitte. Hallo? Entschuldigung? Können Sie mir sagen, wann das hier vorbei ist? Danke, das ging schneller als erwartet sogar noch. Wow, wow. Ah. Wow, wow, wow. Dann geh bitte nochmal pullern. Und duschen. Und, ja, essen kann sie auch mal noch morgen machen. So. Dann kann sie morgen auch ihre ganzen Sachen machen im Leben. Genau. So. Ja, genau. Gut. Und dann würde ich sagen, oh mein Gott, ich dachte gerade, sie geht nackt schlafen. Nee, das wäre ein bisschen doof gewesen. Wir sehen uns. Oh. Oh, diesen Pick, glaube ich, finde ich erwartet. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.